Veranstaltung. Das ist ein Beschluss des Bundesverbands Psychiatrieerfahrener, dass man an diesem Tag gedenken soll. Der ist irgendwann 95, 96, 97 so gefallen, weiß ich jetzt so genau nicht mehr. Und aber die Anregung, das hier in Bochum zu machen, geht zurück auf Werner Peters, ja, aus Bochum-Gerte. Und der hat auch damals den Kontakt hier zur Pauluskirche oder zum Klinikpastor aufgenommen und eben dafür gesorgt, dass wir auch ersten Gottesdienst machen. Waren heute etwas wenig Leute, haben auch schon 40, 50 Leute in der Kirche gesessen. Was so die Demo angeht, ist das hier relativ normal für die, die es nicht kennen. Also über 20 Leute sind wir selten. So. Und ich sage nochmal an, wir gehen hinterher immer ins Oblomov am Hauptbahnhof, so, dass die Auswärtigen auch gut wegkommen. So. Dann trinken wir noch ein bisschen und quatschen so ein bisschen. So, und auch heute wieder eben macht unsere Schwesteranlaufstelle in Köln auch eine Aktion. Die machen Gottesdienst und dann einen Infostand in der Fußgängerzone Köln-Mühlheim. Sonst weiß ich von niemand, der eben diesen Tag jetzt noch begeht. Ist keiner von der Watz da diesmal? Es war jemand von der Watz da. Ja, das ist ja gut, wenn du mitgekriegt. Die will berichten, die Reporterin. Ja, und das ist dieses Jahr das 14. Mal, also seit dem Jahr 2000 machen wir das jedes Jahr. Ja, und wir bleiben dran. Ja, wir bleiben dran. Wir gehen mal nach vorne, jetzt langsam. Seht zu, dass der Zug weit auseinandergezogen ist, sonst sieht man nicht. Und eben das Erlauben. Rechtswidrige Gesetze sind, dass eben Zwangsbehandlung entweder Folter ist, aber zumindest erniedrigende, unmenschliche Behandlung. Und die Nachricht kam vor 3 bis 4 Tagen, das Land Österreich ist eben gerügt worden, weil es die UN-Behindertenkonvention unterschrieben hat und aber nichts an den Psychiatriegesetzen geändert hat. Das Gleiche wird der Bundesrepublik Deutschland passieren. Also wir haben auch mächtige Verbündete eben in diesem Kampf um die, ja, Gleichberechtigung der Leute mit psychiatrischen Diagnosen. Was wir meinen festgestellt zu haben, ist, dass zumindest in den nördlichen Bundesländern eben außer Bayern und Baden-Württemberg, die viele Psychiatrien vorsichtiger mit Zwangsbehandlung geworden sind durch die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes und auch eben durch das Verhalten der Vereinten Nationen. Leider konnte sich Amnesty International nicht durchringen, eben die Behandlung in der Psychiatrie als Folter zu bezeichnen. Die sind auch angeschrieben worden und eben die Weltebene hat dann einen sehr eierigen Brief geantwortet und irgendeine Arbeitsgruppe solle dazu Näheres ausarbeiten. Da werden wir hier in Deutschland eben eine Amnesty-Gruppe mit Psychiatrieerfahrenen gründen und dann da was ausarbeiten. Und dann hoffen wir mal, dass die Amnesty-Gremien das dann auch möglichst unverändert annehmen. Also wer noch Zeit und Lust hat, kann an dieser Amnesty-Gruppe mitarbeiten. Ja, dann gehen wir einfach mal, würde ich sagen, weiter. Und da der Klaus das wünscht, werde ich jetzt wie jede Jahre eben meinen Spruch über das Megafon ablassen, wenn ich eigentlich keinen Bock habe. Sind wir auch schon bei der Abschlusskundgebung angekommen. Erfreulicherweise ja, sind immer noch 2/3 des Demonstrationszuges anwesend. Ich nehme mal an, die anderen verteilen Flugblätter. Ich erzähle mal so ein paar Takte zu diesem Thema Verstorbene in der Psychiatrie. Also ich bin darauf aufmerksam geworden durch Peter Lehmanns Buch Der chemische Knebel und hatte anfangs selber so ein paar Zweifel, ob das denn so stimmt. Und diese Zweifel sind eigentlich zerstreut worden in Unterhaltung mit Psychiatrieprofessionellen. Die habe ich immer auf diese Zahlen angesprochen und eben auch so Beobachtungen gesagt, ja, da töten sich so viele und so viele sterben früher. Und es hat mir nie
ein Psychiatrieprofi widersprochen. Hat nie jemand gesagt, das stimmt nicht. Es kamen so Ausflüchte wie, ja, die trinken auch viel Kaffee oder die rauchen auch. Aber niemand hat das in Abrede gestellt, dass es eben so dermaßen viele Leute sind, die verfrüht versterben. Und ein besonders eindrückliches Erlebnis war der Arbeitskreis Psychiatrie in Nordrhein-Westfalen, in den ich berufen wurde. Und da saßen der Herr Dörner, also der berühmte Herr Dörner, Klaus Dörner, der Herr Kuckler vom Landschaftsverband Rheinland, noch jede Menge andere Leute. Und es ging eben überhaupt nicht um die Zustände in der Psychiatrie, sondern eben, wer jetzt als nächstes ein Bundesverdienstkreuz kriegt. Und dann habe ich da eben mal so rumgenervt, was das denn sei. Es stünde doch auch im statistischen Jahrbuch. Und die einzige Konsequenz war, dass der Arbeitskreis Psychiatrie in Nordrhein-Westfalen nie wieder tagte. Der wurde nie wieder einberufen. Und eben eine weitere Konsequenz ist eben auch, dass ein paar Jahre später eben die Toten aus dem statistischen Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland verschwanden, indem sie über 15 Jahre korrekt gezählt waren. Da kann man es also nicht mehr nachlesen. Und es ist also so, dass das eben nicht irgendein Fehler ist, der passiert, sondern es wird eben in Kauf genommen. Die wissen das, was sie anrichten. So, es ist ihnen aber piepegal, solange eben ihr Gehalt weiterläuft. So. Hat niemand gesagt, es ist nicht so in all den Jahren. So, und eben, die werden daran nichts unternehmen. Es bleibt allein an uns, diesen Missstand zu ändern. Die sind absolut skrupellos, so, auch wenn sie eben teilweise sehr nett wirken. Das ist aber auch nötig, um die Leute in diese Falle zu locken. Ja. Danke und bis zum nächsten Jahr. Okay.